Okay, Leute, ich bin jetzt in der Universitätsbibliothek in Cambridge. Ich kann nicht laut sprechen. Es ist schwer, hier ein ruhiges Plätzchen zu finden, wo man alleine ist. Ich will die anderen nicht beim Lernen stören. Ich glaube, da kommt jemand. Ich muss woanders hin. Okay. Ja, ich bin in der Uni-Bibliothek in Cambridge. Ein genialer Ort. Sehr alt und stilvoll. Mit all dem alten Holz, mit all den alten Holzmöbeln überall. Wunderbar. Einfach, ich weiß nicht. Mein Englisch ist leider nicht gut genug, das zu beschreiben. Es ist ein sehr schöner Ort, sehr antik und riesig. Ich verlaufe mich fast hier drin, während ich versuche, einen ruhigen Ort zum Film zu finden. Aber das ist nicht so einfach und ich laufe hier so durch die Hallen und die engen Gänge. Und es ist wie ein Labyrinth. Ich hoffe, ich finde nachher zurück. Ich habe ein paar Bücher bestellt und es dauert etwa 30 Minuten, bis sie gebracht werden. Und bis dahin habe ich ein wenig das Areal erkundet. Ja, hier laufen eine Menge netter Leute herum, sehr international, sehr multikulturell. Eine Menge Hipster, viele gut gekleidete junge Studenten. Die Leute sind sehr nett, die Mitarbeiter sind toll. Das ist hier sozusagen der Nexus des Wissens für die englischsprachige Welt. Mal sehen, welche netten geistigen Schätze wir hier ausgraben können. Fortsetzung folgt. Also lasst uns mal schauen. Mal sehen, was ich hier für euch habe. Mal schauen, was für intellektuelle Schätze wir hier ausheben können. Aus diesem Nexus des Wissens. Also das Erste, was ich habe, ist dieses hier. Deutschland muss sterben. Es ist von einem Typ namens Kaufmann. Ziemlich interessanter Typ, sehr intelligente Person. Er hat ein paar sehr interessante Dinge über Deutschland geschrieben. Mal sehen. Hier nochmal. Deutschland muss sterben, auch verenden, untergehen. Das klingt mal nach einer ziemlich guten Botschaft. Klingt nach einer echten Friedensbotschaft, nicht wahr? Es wurde im Jahre 1941 veröffentlicht. 19. Juli 1941. Universitätsbibliothek Cambridge. Hier ist der Stempel. Es ist ein Original. Argyll Press. Verlag New Jersey. Alle Männer und Frauen, die lieber im Kampf für die Freiheit sterben würden, anstatt als Sklaven zu leben. Ja, das ist eine gute Einstellung. Alle Männer und Frauen, die sich nicht fürchten, die Wahrheit zu sagen, wenn sie sie als Wahrheit erkennen.
Alle Männer und Frauen, die beseelt vom Hoffen und Streben der Menschheit deren Bedürfnisse über die eigenen stellen. Ist dieses Buch demütig gewidmet? Danke, Mann. Dann ist es ja mir gewidmet. Das bin ich. Das ist doch eine perfekte Beschreibung meiner eigenen Einstellung, oder? Besondere Anmerkungen für den Leser. Deutschland muss sterben, legt einen Plan für die Gestaltung eines dauerhaften Friedens unter den zivilisierten Völkern vor. Deutschland muss sterben, legt einen Plan für die Gestaltung eines dauerhaften Friedens unter den zivilisierten Völkern vor. Seine These geht von der Niederlage Deutschlands gegen das britische Empire und seiner Verbündeten ohne die Hilfe der USA aus. Erstes Kapitel über dieses Buch. Der heutige Krieg ist weder ein Krieg gegen Adolf Hitler, noch ist es ein Krieg gegen die Nazis. Es ist ein Krieg von Völkern gegen Völker, von zivilisierten Völkern, die zum Licht aufblicken. Gegen unzivilisierbare Barbaren, die es vorziehen, in der Finsternis zu leben. Die Menschen jener Nationen, die sich hoffnungsvoll in einen neuen und besseren Abschnitt des Lebens emporschwingen, treten gegen die Menschen einer Nation an, die stumpfsinnig in das Zeitalter der Finsternis zurückreisen würden. Es ist ein Ringen zwischen der deutschen Nation und der Menschheit. Hitler ist genauso wenig schuld an diesem deutschen Krieg wie der Kaiser am letzten. Noch Bismarck vor dem Kaiser. Diese Männer waren weder Urheber der Kriege Deutschlands gegen die Welt, noch haben sie sie geführt. Sie spiegelten lediglich die der deutschen Nation über Jahrhunderte angeborene Lust an Eroberung und Massenmord wider. Dieser Krieg wird von den deutschen Menschen geführt. Sie sind dafür verantwortlich. Sie sind es, die für den Krieg zu bezahlen haben. Sonst wird es immer einen deutschen Krieg gegen die Welt geben. Und wenn solch ein Schwert für immer über dem Kopf der zivilisierten Nationen dieser Welt hängt, ist es egal, wie groß ihre Hoffnung, wie eifrig ihre Anstrengungen sind. Sie werden es niemals schaffen, die solide Grundlage für einen dauerhaften Frieden zu schaffen, welchen sie zuerst errichten müssen. Sollten sie jemals im Sinn haben, mit dem Aufbau einer besseren Welt zu beginnen, denn es darf nicht nur keine deutschen Kriege mehr geben. Tatsächlich darf nicht einmal die kleinste Möglichkeit übrig bleiben, dass es jemals wieder einen geben könnte. Ein endgültiges Ende der deutschen Aggression, nicht ein zeitweises Aussetzen, muss das Ziel des gegenwärtigen Ringens sein. Dies bedeutet weder eine militärische Hegemonie über Deutschland, noch einen Frieden mit politischen und territorialen Anpassungen. Noch eine Hoffnung, die sich auf einer besiegten und demütigen Nation gründet. Solche Abkommen sind keine ausreichend überzeugenden Garantien für ein Ende der deutschen Angriffe. Dieses Mal hat Deutschland der Welt einen totalen Krieg aufgezwungen. Demzufolge muss es darauf gefasst sein, eine totale Strafe zu erleiden. Dieses Mal hat Deutschland der Welt einen totalen Krieg aufgezwungen. Demzufolge muss es darauf gefasst sein, eine totale Strafe zu erleiden. Und es gibt eine und nur eine solche totale Strafe. Deutschland muss für immer untergehen, tatsächlich, nicht nur sinngemäß.
Kapitel 2. Der Hintergrund des Germanismus. Organisierter Germanismus. Germanismus im Ausland. Gesegnet sind die Kriegsmacher, die deutsche Seele. Dieses Kapitel heißt: Gibt es einen Mittelweg? Wie wäre es mit einem demokratischen Deutschland? Ach, Unsinn. Na dann zerteilt Deutschland in kleine autonome Staaten. Nee, das ist Unsinn. Lass uns die Welt aufteilen und uns auf einen rechtmäßigen Anteil einigen, den Deutschland von der Welt abbekommt. Deutschland hat uns seine Antwort schon gegeben. Es will keinen Anteil von irgendwas. Es will, es fordert alles oder nichts. Eine Endlösung. Lass Deutschland für immer von einer internationalen bewaffneten Truppe überwachen. Selbst wenn so ein riesiges Unterfangen machbar wäre, das Leben selbst würde dies nicht zulassen. Denn Krieg erzeugt Krieg, Unterdrückung erzeugt Rebellion. Daher finden wir, gibt es keine Vermittlung, keine Tat der Vermittlung. Es wird kein Kompromiss geschlossen, kein politisches oder wirtschaftliches Teilen in Betracht gezogen. Es gibt, kurz gesagt, keine andere Lösung als eine, dass Deutschland für immer von dieser Erde verschwinden muss. Und unglücklicherweise, wie wir jetzt gleich sehen werden, ist dies zu erreichen nicht länger unmöglich. Kommen wir zu Kapitel 7, Deutschland, den Tod. Wenn ein Einzelner vorsätzlich geplanten Mord begeht, dann muss er damit rechnen, dafür mit seinem eigenen Leben zu büßen. Wenn ein Volk vorsätzlich Mord an seinen Mitvölkern begeht, dann muss es damit rechnen, mit seinem eigenen nationalen Leben zu büßen. Das wurde 1941 geschrieben, im Juli. Jetzt geht es nur noch darum, die beste Art und Weise, die schnellste und praktischste Methode zu bestimmen, auf welche die ultimative Strafe über das deutsche Volk verhängt werden muss. Natürlich müssen Massaker und groß angelegte Exekutionen ausgeschlossen werden. Sie sind nicht nur unpraktisch, wenn es um Bevölkerung von 70 Millionen geht. Solche Methoden sind auch unvereinbar mit den moralischen Verpflichtungen und ethnischen Gepflogenheiten der Zivilisation. Daher bleibt nur noch das Verfahren übrig, das dafür in Frage kommt, die Welt für immer von Germanismus zu befreien. Und das ist die Quelle zu verstopfen, aus welcher diese kriegslüsternden Seelen hervorströmen, indem man das deutsche Volk für immer daran hindert, seine Art zu reproduzieren. Diese moderne Methode der Wissenschaft, bekannt als eugenische Sterilisierung, ist gleichzeitig praktisch, human und gründlich. Sterilisierung ist in der Wissenschaft zu einem Schlagwort für die beste Methode geworden, die menschliche Rasse von ihren Missbildungen zu reinigen, die Degenerierten, die Wahnsinnigen, die genetisch veranlagten Verbrecher. Sterilisierung sollte nicht mit Kastration verwechselt werden. Es ist ein sicherer und einfacher Vorgang, durchaus harmlos und schmerzlos. Er führt weder zu einer Verstümmelung noch zur Geschlechtslosigkeit des Patienten. Die Auswirkungen sind meist weniger beunruhigend als die einer Impfung und nicht mehr ernstzunehmend als eine Zahnbehandlung. Außerdem geht diese Operation extrem schnell. Es dauert nicht länger als 10 Minuten, um diese durchzuführen. Der Patient kann seine Arbeit gleich danach wieder aufnehmen. Selbst im Falle der Frau ist die Operation genauso sicher und einfach, obwohl ihre Durchführung nicht länger dauert. Nach tausendfacher Durchführung gibt es in den Akten keine Anzeichen für Komplikationen oder Sterbefälle.
Wenn man bedenkt, dass Gesundheitsmaßnahmen wie Impfungen und Serumbehandlungen als ein direkter Nutzen für die Gesellschaft angesehen werden, dann kann wahrlich die Sterilisierung des deutschen Volkes als nichts anderes als eine großartige gesundheitliche Maßnahme angesehen werden, die von der Menschheit vorangetrieben wird, um für immer gegen den Virus des Germanismus zu immunisieren. Die Bevölkerung Deutschlands ohne annektierte und eroberte Gebiete umfasst etwa 70 Millionen. Sie besteht zu etwa gleichen Teilen aus Männern und Frauen. Um das Ziel der Ausrottung der Deutschen zu erreichen, wäre es notwendig, lediglich an die 48 Millionen zu sterilisieren. Diese Zahl schließt aufgrund ihrer begrenzten Reproduktionsfähigkeit Männer über 60 und Frauen über 45 Jahren aus. Um das Ziel der Ausrottung der Deutschen zu erreichen, wäre es notwendig, lediglich an die 48 Millionen zu sterilisieren. Um zu erreichen das Ziel der deutschen Ausrottung, wäre es notwendig, lediglich an die 48 Millionen zu sterilisieren.